Hey, danke fürs Einschalten. Ich habe schon wieder Ausrüstung verloren im letzten Raid und jetzt muss ich mit der Scav-Waffe rein. Ich habe nicht allzu viel Munition dafür. Das heißt, ich muss weniger ballern, schnell eine Waffe von irgendwie einem Scav looten oder vielleicht einen PMC-Kill machen. Ich versuche immer noch diese drei Quests abzuschließen. Ich gebe mir Mühe. Gucken wir mal, wie es läuft. Und diesmal versuche ich einfach schnell. Oh, ich habe ja den. Das Maschinengewehr habe ich ja gefunden. Die Quest ist ja abgeschlossen. Fällt mir gerade so ein. Die habe ich jetzt noch gar nicht abgegeben. Oh. Okay. Das heißt, ich muss nur noch in das Büro des Wissenschaftlers und dann mit dem Auto abhauen. Sollte doch drin sein. So, wo sind wir diesmal? Alles klar, ich versuche diesmal zügig zu sein. Gar nicht lange rummachen. Schnell die Quest fertig machen und raus. Ich muss zwar aufpassen, dass es dann kein Run-Through wird, aber... Weiß nicht, wo hier Leute spawnen können. What the fuck? Ein Hühnchen. Oh, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich gerade Ingame-Lags. Ich denke mal, dass das Büro des Wissenschaftlers hier irgendwo ist. Ich habe mich nicht informiert. Ich habe keine Heilung mitgenommen. Oh mein Gott. Oh, aber hier sind zwei Taschen. Ja. CMS, nice, das ist gut. Ich wusste gar nicht, dass man von hier oben rausschauen kann. Komm schon, irgendwelche Medizin-Items. Irgendwo unten läuft einer. Die guten Emilia-Crotons. Batterie. Die ging nicht auf, ne? Nee. Das ist ein Schrank. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Nudeln. Ein Snickers. Wo ist... Den habe ich nicht erwischt. Dass der mich gesehen hat, ne? Weinebacke. Ein Gaming-Computer. Ich will den looten.
Hunger, ja. Tatsächlich. Ich komme aber gleich dann hoch. Geht leider nicht auf. Wo könnte noch das Büro sein? Diese Tür? Nee, okay, Moment. Das ist erledigt. Engpass. Die Rettung des Maulwurfs. Beschaffe dir Zugang zum Büro des Wissenschaftlers. Das ist auf jeden Fall hier irgendwo. Für eine Zusammenarbeit des Laufwerk mit seinen wichtigsten Daten bei sich. Also wenn du es findest, bring es zu mir. Ich komme hoch. Warum höre ich hier links von mir? Ist jetzt hier einer reingespawnt? Ach, das ist draußen. Seltsam. Wow. Jungs. Ich glaube, ich soll eine Festplatte von ihm looten, aber... Uff, muss ich das jetzt schnell nebenher mal kurz googeln? Draußen. Ja, dann bin ich doch aber hier richtig. Wie komme ich da rein? Moment. Okay, ich brauche den Schlüssel. Irgendwo muss es einen Schlüssel geben. Die sind noch unterwegs. Ich gucke noch mal schnell. Okay, ich muss tatsächlich den Schlüssel erst vollständig looten. Also so richtig, richtig looten. Was ist los? Was ist das hier? Wer ballert hier? Den haben wir. So, dann brauche ich jetzt irgendwelche Jacken, die rumhängen oder so. Hier, du hast den Schlüssel. Los, gib ihn mir einfach. Lass mich lucky sein, du hast den Schlüssel dabei. Du hast auf jeden Fall das dabei. SMBT-Munition. Streichhölzer, euch brauche ich. Gut. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 17 Minuten. Das ist genug Zeit, um einen Schlüssel zu looten, hier oben reinzugehen, die Festplatte zu holen und wieder rauszugehen.
Scavs können ihn dabei haben. Ich hatte vergessen, die Aufnahme zu starten. Jetzt muss ich es mir doch aus dem Stream rausziehen. Aber hi, Leute. Da sind wir jetzt in der Aufnahme. Bessere Qualität. Hoffentlich. Kein Schlüssel. Oder habe ich was vergessen? Nee. Kein Schlüssel. Schlüssel? Nein. Verdammt. Wir haben links einen und wir haben rechts einen. Oh! Schon wieder von irgendwo, wo ich nicht weiß. Kann ich hier eigentlich aufmachen? Nee. Ah, bevor ich jetzt wieder verkack, ne? Bevor ich jetzt wieder verkack und am Ende gar nichts krieg, weil ich zu gierig bin auf den Abschluss der Quest, schaue ich, glaube ich, dass ich lieber mal die andere Quest abschließe. Ich hätte gerne noch die Weste. Oh. Da wird er wieder gierig. Oh, Scheiße. Da war er. Oh, ich habe ihn gesehen. So, raus hier jetzt.
20 Sekunden. Zehn. Let's go. Nice. Oh, zum Glück. Oh. Endlich. Zumindest noch eine Teilquest abgeschlossen. Zumindest noch eine Teilquest abgeschlossen und einmal überlebt, endlich mal. Hier habe ich noch irgendeinen Jusek erwischt, anscheinend. Ah ja, genau, das war der, den ich von oben in der Entfernung weggeknallt habe. Passt, der Rest waren alle Scavs, 10 Kills. Läuft. Kann man machen. Kann man machen. Ich danke fürs Einschalten, YouTube. Ein erfolgreicher Raid. Wuhu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hi, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück. Tarkov, geht weiter. Nächster Raid. Ground Zero wieder, tatsächlich, weil ich Quests habe, die ich überall so ein bisschen machen kann. Und nur auf Ground Zero habe ich eine spezielle Quest, das heißt, es wird auf jeden Fall in Ground Zero weitergehen. Allerdings kann ich mich so ein bisschen vom Spiel treiben lassen. Ich muss nicht mehr an einen bestimmten Ort gehen, bis ich diesen Schlüssel gefunden habe. Und das finde ich eigentlich bei Tarkov immer ganz geil, wenn man so merkt, da wird geschossen, dann laufe ich lieber so rum oder eben so dieses Taktieren und so und man nicht unbedingt irgendwo hin muss. Genau. Und damit schauen wir mal, wie lange ich diesmal warten muss und gehen in den Raid rein. Jetzt muss ich mich auf jeden Fall auch ein bisschen umgucken, was die Scavs so an Ausrüstung haben. Diese weiße Weste, die ist ein bisschen sperrig auch. Mein Rucksack ist relativ groß, das sollte schon klar gehen. Der Handbohrer, den braucht man, glaube ich, nur für den Stash, aber meiner ist voll ausgebaut. Noch einer. Ne, zwei brauche ich nicht. Alter. Gut. Das ging schnell.